Sehr geehrte Frau Präsidentin, herzlichen Dank für diese charmante Einführung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn etwas notwendigerweise zu regeln ist, dann haben wir hier im Parlament die Verantwortung, die Verpflichtung, diese Regelung auch herbeizuführen. Genauso verhält es sich hinsichtlich der Regelungen der Fracking-Technologie. Hier brauchen wir eine staatliche Regelung zur Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern, zur Sicherheit der Umwelt, aber auch für die Planungssicherheit der Unternehmen. Diese Sicherheit ist jetzt gegeben. Das Regelungspaket, das wir heute beraten, man kann es nicht oft genug sagen, Wiederholung aber festigt, zieht ein unbefristetes Verbot unkonventionellen Frackings vor. Das heißt, die Fracking-Technologie wird in unkonventionellen Lagerstätten Schieferton und Mergelgestein sowie Kohleflözgestein zur Gewinnung von Erdgas und Erdöl vollständig verboten. Im Jahr 2021 überprüft der Deutsche Bundestag auf Grundlage des bis dahin vorliegenden Standes von Wissenschaft und Technik das Verbot, in welcher Zusammensetzung auch immer. Auch für das konventionelle Fracking gelten zukünftig sehr strenge Vorgaben. Das konventionelle Fracking wird in sensiblen Gebieten wie Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten an Seen zur Trinkwassergewinnung vollständig untersagt. Grundwasserschutz hat absoluten Vorrang. Mit dem Ergebnis von dieser Woche wird der Koalitionsvertrag umgesetzt. Darin heißt es, Fracking ist eine Technologie mit erheblichen Risikopotenzialen, deren Auswirkungen seien noch nicht hinreichend geklärt. Trinkwasser und Gesundheit haben für uns absoluten Vorrang. Diese Aussage ist Maßstab. Diese Aussage war aber auch schon während der Verhandlungen, während der Beratungen im gesamten letzten Jahr unser Maßstab. Um es noch einmal klar zu sagen, aktuell sind sowohl konventionelles als auch unkonventionelles Fracking grundsätzlich zulässig. Der Anspruch auf Genehmigung auch unkonventionellen Frackings wäre nach dem jetzigen Stand also einklagbar. Wir schaffen jetzt einen strengen, einen klaren und einen transparenten Rechtsrahmen für diese Technologie. Seit Jahrzehnten wird vor allem in Niedersachsen gefrackt. 95% des deutschen Erdgases werden in Niedersachsen, des in Deutschland geförderten Erdgases, werden in Niedersachsen gefördert. Am Erlös der Erdgasförderung, das erhält das Land einen Anteil von rund 37%. Das entspricht in Niedersachsen 700 Millionen Euro bei einer, ich glaube, rot-grünen Landesregierung. Auch deshalb ist übrigens die Länderöffnungsklausel absolut sachgemäß. Die geologischen Voraussetzungen für Fracking sind bundesweit unterschiedlich. In Bayern wird die konventionelle Fracking-Technologie lediglich bei der Erschließung und Sanierung von Heilwasserquellen eingesetzt. Außerdem spielt die Technologie bei Geothermieprojekten eine wichtige Rolle. Und das soll auch so bleiben. Unkonventionelles Fracking war und ist in Bayern kein Thema. Und deswegen wollen wir uns aus Bayern gar nichts bei den Versuchen der Geschichtsfälschung, ob jetzt Laschet oder Kraft die Regelung noch forciert haben, beteiligen. Wichtig ist, dass wir jetzt eine sichere und eine strenge Regelung haben. Gerade wenn jetzt wieder Serienmails kommen, wo es heißt, Fracking wird erlaubt, dann muss man ganz klar sagen, das ist politische Propaganda und eine bewusste Verunsicherung der Bürger. Aber ich glaube auch, die Debatte der letzten Jahre hat zu einer Versachlichung der Diskussion beigetragen. Gerade für ein Land wie Deutschland ist Technologieoffenheit, ja Technologiefreundlichkeit wichtig, auch für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes insgesamt. Aber wir dürfen nicht zu falschen Wenn-Dann-Schlussfolgerungen kommen. Das heißt, wir dürfen nicht glauben, dass wir nicht mehr technologiefreundlich sind oder sein könnten, wenn wir bei einer Technologie, hier jetzt beim unkonventionellen Fracking, strenge Restriktionen setzen. Es gibt zahlreiche andere Bereiche, bei denen es wichtig ist und wichtig bleibt, dass wir im Bereich von Forschung und Hochtechnologie international an der Spitze bleiben und eben insgesamt ein technologiefreundliches Land bleiben. Dafür stehen wir als Union insgesamt, genauso wie wir für den Schutz von Menschen und Umwelt an vorderster Stelle stehen. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Dr. Andreas.